Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Megabit konnte für Werder Bremen 2 Siege einfahren. Urheberrecht twitter.com/megabit 986. Februar 2019, 23.44 Uhr. Werder Bremen feiert in der VBL 2 weitere Siege. Der VfB Stuttgart bleibt dem Tabellenführer auf den Fersen. Bochum siegt im Revierderby. Top-Favorit Werder Bremen hat den Doppelspieltag in der VBL Club Championship souverän gemeistert und bleibt das Maß der Dinge in Deutschlands führender FIFA 1-9 Liga. Die Hanseaten setzten sich zunächst mit 6:3, 0:3, 5:2, 3:2 gegen den 1. FC Köln durch. Wenig später folgte ein 7:1, 3:3, 3:2, 3:0 gegen den FC Augsburg. Mohamed Mouaber Hakus verlor auf der PlayStation beide Duelle, doch Teamkollege Michael Megabit Bittner setzte sich auf der Xbox gegen Kölns Dylan Mike Neuhausen durch, der sich Ende Januar im Alter von 16 Jahren zum jüngsten Sieger in einem Champions Cup Turnier gekürt hatte. Bittner entschied auch gegen Augsburgs Philipp 1989. Bedecke die Partie für sich und zeigte im Doppel an der Seite von Hakus die Stärke des Tabellenführers, 60 Punkte. VfB Stuttgart mit 2 Siegen knapp hinter dem Favoriten steht weiterhin der VfB Stuttgart. Die Schwaben setzten sich jeweils locker mit 9:0 gegen den SV Darmstadt 98, 3:1, 4:0, 5:0 und Tabellenschlusslicht SV Sandhausen 5:2, 1:0, 5:0 durch und haben nur noch einen Zähler Rückstand auf Bremen. Im Revierderby gewann der VfL Bochum gegen den FC Schalke mit 6:3, 0:4, 4:1, 1:0. Tim Latka, Schwarzmann, konnte gegen Gianluca, VfL Bassinio 1848. Bas den einzigen Erfolg für die Schalker einfahren. Auf der PlayStation hatte Philipp Eisvogel Schermer gegenüber Alexander, VfL Xander 1848. Steinmetz das Nachsehen. Auch im Doppel setzten sich die Bochumer durch. Am Donnerstag findet das Featured-Match des 9. Spieltags zwischen Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC statt. Jede Partie besteht aus je einem Einzel auf der PlayStation und Xbox sowie einem Doppel. Für jeden Sieg gibt es 3, für jedes Remis einen Punkt in der Tabelle.